Bei Autotest Schwaben heute im Gebrauchtwagen-Check den VW T2 aus dem Jahr 1975. Gebaut wurde der T2 von 1967 bis ins Jahr 1979. Hier haben wir ein wirklich komplett durchgeratztes Exemplar. Ja, ein Exemplar, wo wahrscheinlich in die Schrottpresse muss, denn der ist an allen Stellen komplett durchgerostet. Hier sieht man mal so einen Extremfall, VW Bus T2. Ob der nochmal restauriert werden kann, wage ich zu bezweifeln. Hier sieht man es deutlich, der Unterboden komplett durch. Auch hinten, auch im Unterboden ist alles, so sieht es von unten aus, ziemlich am Ende. Tja, ein wunderschönes Auto ist das nicht mehr. So sieht ein VW Bus aus, wenn er etwa für 2000 Euro im Internet angeboten wird. 2.000 bis 3.000 Euro werden hier oft noch verlangt für solche komplett verrosteten Karosserien. Und der ist wirklich schon an allen Ecken durchgerostet, an allen Blechen. Heckklappe, da ist wahrscheinlich nicht mal mehr der Motor im Auto. Ja, komplett auch hier sieht man es deutlich. Da ist das Endblech weggefault. Und auch hier sieht man, der hat es wirklich hinter sich. Das sind Busse mit schlimmsten Rostschäden, wie sie wirklich unrestauriert dastehen. Ja, ein guter Restaurator kriegt den wieder hin, aber für wie viel Geld? Da muss man dann schon 20.000 Euro reinstecken. Tja, Top-Exemplare, solche Westfalia-Busse werden ja mit 30.000 bis 50.000 Euro im Internet gehandelt. Diese runtergeschrubbten VW-Busse mit komplett verrosteter Karosserie gibt es schon für 2000 Euro. Ich würde für diesen nicht mal mehr einen Tausender hinlegen. Ehrlich gesagt, ein Auto in extrem schlimmsten Zustand. Hier fehlen auch viele Teile, Anbauteile. Im Innenraum sieht das bestimmt nicht viel besser aus bei diesem wunderschönen, hässlichen alten T2-Bus. Ja, da fehlt der komplette Innenraum. Sitze und Innenraum fehlen hier. Ein wirklich komplett kaputter VW-Bus. Diese Restauration wird richtig viel Geld kosten, wenn man es denn angeht. Bei diesem Auto, da klemmt auch die Tür, die ist komplett verzogen. Ja, zum Zustand dieses Busses würde ich sagen, 5 bis 6 ist er. Und dafür gibt es 2000 Euro, ist da immer noch zu viel. Generell ist der VW T2 in dieser Zustand ein Groschengrab. Da muss man dann schon 10.000 bis 20.000 investieren, um den wieder halbwegs hinzukriegen. Und man braucht Profis. Eigentlich schade um dieses wunderschöne Auto. Hier gibt es auch absolut keine Bewertung. Es ist ein Jammer. Ich hoffe, dass dieses Auto schnell einen Liebhaber findet und der den Wagen dann aufwendig und hochwertig restauriert, dass er wieder so dasteht, wie er einst dagestanden hat. Ein wunderschöner Alter.